Scheint wohl das Rotdeck das einzige zu sein, was dem Rotdeck Einhalt gebieten kann. Ich finde, es war vorher auch schon stark und dann hat es einfach noch neue Karten bekommen. Hier diese ganzen Spectacle-Dinger für ein Mana. Ziehe zwei Karten, die kannst du bis zum nächsten Zug spielen. Welche andere Farbe hat für ein Mana? Ziehe zwei Karten. Nicht mal Blau hat das. Schwarzkanter. Interesting. Wir greifen mal erstmal an. Dann gucken wir mal, was hier so bei Light Up the Stage passiert. Vielleicht sehen wir noch ein Land. Da ist ein Land. Und ein Yoshino Pyromancer. Ist einfach ein Mana, ziehe zwei Karten. Wer hat sich das ausgedacht? Du bezahlst normalerweise 4 Mana oder so, um 2 Karten zu ziehen. Greifen wir mal an. Vielleicht kriegen wir ja 2 Länder. Wenn er da. Wir haben noch so viel Mana auf der Hand. Wer so viel, was Mana braucht. Okay. Da hat auch gar nichts gemacht dafür. Dann machen wir mal Light Up the Stage. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ein Land. Und Light Up the Stage. Risk Factor Experimental Frenzy. Brauchen wir jetzt beides nicht so unbedingt. Dann machen wir noch einen Pyromancer. Das meine ich. Der ist halt 4 Mana, um 2 Karten zu ziehen. Ich meine, natürlich ist es nicht pur Karten ziehen. Wir müssen die in der nächsten Runde benutzen. Aber so low wie die Mana-Curve in diesem Deck ist, ist es quasi zwei Karten ziehen. Obwohl wir jetzt hier das klassische Beispiel haben von, das sind keine zwei Karten, die wir da gezogen haben. So, wir kriegen, der muss jetzt irgendwas haben, sonst ist er tot. 6, 8, der ist auch so tot. Selbst wenn er was hat. Zum Beispiel Settle the Wreckage. Ja, dann ist er jetzt einfach in Response darauf tot. Ah ne, nicht in Response darauf. Aber in der nächsten Main Phase ist er einfach tot. Take Action, wir suchen uns drei Basic Lands raus. Und dann gibt es einen Shock. Ein Lightning Strike. Hallo? Ein Lightning Strike. Und nochmal 3 Damage. Blablabla. Es hat einfach nur so. Hau dem alles ins Gesicht und entweder reicht's oder es reicht nicht. Und meistens reicht's halt. Da muss man gar nicht nachdenken. Das ist einfach nur so: Spiel alles, was du hast. Entweder ist der Gegner tot oder nicht. Also ein bisschen nachdenken muss man aber halt eigentlich nicht. Macht bestimmt Spaß, das Deck anzugucken, während ich die ganze Zeit über dieses Deck nörgel. Und während es die ganze Zeit gewinnt. Kein One-Drop. Gegner fängt an. Wenn wir gegen Rot spielen, ist das nicht gut. Ich spiele noch nicht gegen Rot. Okay. Dann geht's ja noch. Ein Life-Gain-Deck. Interesting. Let me see what you got. Militia Bugler. Merfolk. Branchwalker. Ja, 3 auf den und dann für 2 vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall jetzt schon mal in den Early Turns echt gut Land gewonnen gegen das Burn Deck. 2-1 wird nicht reichen. Nochmal Dawn of Hope, okay.
Wir spielen mal noch einen Lightning Strike. Warte mal. Erstmal spielen wir einen Pyromancer, dann greifen wir für 3 an. Und gucken wir mal, was passiert. Okay, er blockt. Dann müssen wir da gar keinen Lightning Strike draufhauen. Haben wir den noch in der Hand? Ist die Frage, was tut er? Will er ein 1-1er Token machen? Das wird nämlich nicht reichen. Okay, sucht sich ein Land raus. Okay. Greif ihn mal an. Zwar All Attack. Dann schießen wir den mal um. Ups, ich wollte da kein Emote spammen. Egal. Keiner gesehen. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Nimmt er 4 Schaden. Können wir direkt nochmal gucken. Nächste Runde kann er keine 4 Schaden mehr nehmen. Dann müssen wir muss er uns 3 Karten ziehen lassen. Oh, dann meint er. Kriegt 4 Leben. Ich kann sogar noch extra Karten ziehen. Ziehen, wenn man nicht viel bringt. Genau, der muss theoretisch noch was anderes spielen. Oh, nochmal 4 Leben. Das ist gar nicht so schlecht. Greifen wir an. Gucken, was passiert. Doppelblock. Ach, ne, Singleblock. Okay. Ja. Sei genehmigt. Machen wir mal einen Risk Factor, gucken, was passiert. Okay, nimmt die 4 Schaden. Dann warten wir noch eine Runde. Mit dem Burn-Spell. Vielleicht müssen wir irgendwas umburnen. Den da zum Beispiel. Oh! Tristani. Tristani ist nicht gut. Ja, damit haben wir gewonnen. Die 3 auf den. Und dann greifen wir für 6 an. Und dann macht er ein 1-1 zum Blocken, den können wir in Response darauf umschießen. Und dann hat sich die Sache. Außer hat er jetzt noch für 4 Mana Settle Wreckage. Das wäre halt. Das würde ihn noch retten. Next to Damage, okay. Okay, der hat mich gar nicht geblockt. Kann man natürlich auch machen. Er hätte halt eh nichts geändert. Aber er ärgert sich jetzt bestimmt. Wir kriegen noch eine Karte. So. Maximal noch 2 Games. Entweder 1 gewinnen oder 2 verlieren. Oder 1 verlieren und dann 1 gewinnen. Aber halt, wie gesagt, maximal noch 2. Und dann haben wir das Rotdeck auch hinter uns. Wow, das ist keine gute Hand. Oh oh. Oh oh. Gegen ein anderes Rotdeck und wir haben nicht angefangen und wir haben eine ziemlich langsame Hand. Das könnte eng werden.
Vor allen Dingen, wenn wir jetzt den 1-1er spielen und der einen Chain Whirler hat, dann können wir direkt conceden. Können aber auch nichts anderes spielen diese Runde, also spielen wir ihn. Dann ist es sau unwahrscheinlich, dass wir noch gewinnen. Wenn er den hat. Na, sieht aber nicht so aus. Okay, zumindest etwas, was uns tröstet. Problem ist aber, wir haben immer noch keinen Spell, den wir spielen können. Weil der kein Wizard ist, ne? Ja. Jo. Ja. Läuft doch. Hauptsache, alle Mirror Matches sind wir am Verlieren. Ja. So ein Stumble kannst du dir auch nicht geben. Wir sind auf 10, er ist auf 20, da haben wir schon verloren. Wir können jetzt zum Beispiel noch mit, wenn wir einen Chain Roller drin hätten und den ziehen würden, das wäre noch ziemlich geil. Damit könnten wir es noch drehen. Aber auch verdammt unwahrscheinlich. Wenn er noch irgendwas hat, können wir direkt ziehen. Ja. Also wir haben bis jetzt nur gegen das andere, also gegen dasselbe Deck verloren. Gegen andere Rotspieler. So, letztes Game. Dann sind wir mit dem Run auch durch. Ja, nochmal irgendwie so ein Control-Deck oder sowas. Irgendwas Langsames. Das ist doch eine vernünftige Hand. Fangen wir an? Ich glaube schon. Ich glaube, wir fangen an. Schon mal eine gute Voraussetzung. Land ist schon ready. Versteckt sich hinter mir. Zack. Zack. Der G2 Lava Runner. Reitet der auf... Wir können uns das mal zusammen angucken. Für mich sieht es aus, als würde der auf... Wie so auf so einem Hexenbesen auf einem Lavastrahl reiten. Nee, gar nicht. Der schießt den neben sich her. Okay. Gut. Wo war die vorher? Ungefähr hier, ne? Okay. Hat nicht angegriffen. Ja, okay, macht keinen Sinn anzugreifen. Weil wir eine 1-2 da hatten. Okay, dann machen wir mal hier Light up the Stage. Land und Scatter the Critics. Boah. Können wir noch End of Turn machen. Oh, nein, fuck, wir hätten es nicht End of Turn machen sollen. Wir hätten den jetzt umschießen sollen, damit der nichts mit Spectacle spielen kann. Vielleicht greift er ja an. Ja, der wird angreifen. Dann können wir es in der Attack angreifen und haben einen Damage gespart. Aber er hat eh nichts mit Spectacle, okay. Ne, war aber gut, dass wir gewartet haben, weil falls er angreift und wir den dann umschießen, kann er den noch nicht mehr aktivieren, um Schaden zu schießen. Der greift nicht an. Okay. Ist ein sehr defensiver Dude. Wir schießen den da trotzdem einfach um. Das macht am meisten Sinn, weil der kann uns auch einfach unseren Steamkin snacken. Da haben wir keinen Bock drauf. Machen das Ganze mal so. Vielleicht double blockt er ja einen. Sieht nicht so aus, okay. Dann schießen wir ihm 2 ins Gesicht und dann nochmal 3 ins Gesicht, damit wir das Ding hier auch benutzen können. Weil sonst wäre das weg gewesen. Nächster Name, entweder den für die vollen Kosten available oder halt den Steamkin plus das Ding. 2-1, sacrifice 2 other creatures, any number of target players, each lose 2 life and sacrifice a creature. You add 2 black mana and draw a card. Okay. Dann greifen wir an.
Guck mal, was passiert. Der blockt den. Und das war's, okay. Jetzt abfahrt er den, um den 1-1 umzuschießen. Und dann legen wir da eine plus 1 Marke drauf, indem wir den 1-2 umschießen. Kommen im Endeffekt dann 2 Schaden durch. Was wirft er da eigentlich? Das ist ein Speer, der vor oben Kerzen dran hat. Also so ein Kronleuchterspeer. Ja, wir schießen ihn einfach mal um. Macht ihm sogar einen Schaden. Und dann greifen wir für 7 Schaden an. Okay. In der nächsten Runde hätte er uns 3 Karten ziehen lassen müssen. Weil er dann keine 4 Leben mehr gehabt hätte. Ja. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Expansion, Explosion. Okay. Tada! Das war das Rotdeck. Und ich bin froh, dass ich es abgehakt habe. Und bin mal gespannt, wie lange das jetzt insgesamt gedauert hat. Wahrscheinlich waren das jetzt für so einen Run, braucht man ja normalerweise 3 Folgen oder so. Das waren jetzt bestimmt nur 2 oder 1,5 gefühlt. Also eine etwas normal lange und eine etwas kürzere so rum. Ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle zufrieden und könnt euch die 5-6 Mal angucken, diese Folge, bis ihr dann das nächste Mal fragt, ob wir den nicht Mono-Red spielen. Ich hab's für euch getan. Dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch. Wie gesagt, es könnte sein, dass zwischendrin 1-2 Tage aufgrund von Klausuren keine Folgen kommen. Nehmt's mir nicht übel. Und ja, ich freue mich trotzdem, euch dann bald wiederzusehen. Tschüss.